Ob Spielzeug oder nicht, Musik machen kann man auch mit dem iPad. Und ob das besonders gut gelingt mit einem iTrack-Solo, das erfahrt ihr hier, gleich auf diesem Sender. Also dranbleiben! Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei MuseTalk App gecheckt, unserem neuen Testmagazin rund ums Musikmachen mit iPad und Co. Und wer Musik machen will, der muss auch was hören und man braucht immer ein Audio-Interface. Und heute checken wir mal wieder eine Audio-Lösung fürs iPad an. Diesmal von Focusrite. Und ich zeige mal, was es sonst noch so für Lösungen gibt, die wir hier schon mal gezeigt haben beim MuseTalk. Da haben wir hier das Guitar Jack 2, das klemmt sich einfach hier so ran. Und dann noch das Monster Dock von Alesis, das I.O. Dock. Und warum das einen ganz, ganz wichtigen Vorteil hat, das I.O. Dock, das erfahren wir gleich, wenn wir uns mit dem Focusrite ein bisschen näher beschäftigen. So, das Focusrite erinnert natürlich an die bekannten Focusrite USB-Interfaces. Und das ist es im Prinzip auch. Es hat zwei Kanäle, zwei Inputs. Einmal hier eine schöne XLR-Buchse für Mikrofon mit Phantomspeisung. Dann die schönen Input-Regler, werden wir nachher noch sehen, wo man auch die Aussteuerung ablesen kann. Das wechselt nämlich von grün auf rot. Und dann haben wir hier, da habe ich schon meine Gitarre eingesteckt, einen Instrumenteneingang für Gitarre, einen Lautstärkeregler, Kopfhörerausgang, leider nicht getrennt regelbar, aber dafür richtig schön laut. Und hier noch ein Schalter fürs Hardware-Monitoring. Auf der Rückseite, ganz spartanisch, Kinch-Ausgänge, damit kann ich in diesem Fall mal leben, denn wir wollen ja ein leichtes, kleines Interface haben. Dann haben wir hier den Direct-Link-Anschluss und einen USB-Anschluss. Und warum wir das beides gleichzeitig brauchen, das erfahrt ihr gleich. Tja, es ist ehrlich gesagt ein schönes Interface, leichter als man vielleicht denkt, denn dieses Metallgehäuse, das erweckt erstmal auf Bildern den Eindruck, es wäre ein bisschen schwerer. Ich finde das aber gar nicht schlecht, dass es so schön klein und leicht ist, denn es soll ja ein mobiles Interface sein. So, dann habe ich die Verpackung aufgemacht. Hier ist sie, die schöne iTrack Solo-Verpackung und da steht es auch ganz klar drauf. Das ist ein Interface fürs iPad. Und so sieht man diese Verpackung auch in den Apple Stores oder bei Gravis stehen. Und wenn man dann die Verpackung aufmacht, kriegt man erstmal einen kleinen Schock. Beziehungsweise ich habe einen Schock bekommen, denn das benötigt man hier alles, um das iPad anzuschließen. So, und das hier auch noch. Das lag auch noch in der Packung. Erstmal schon bei diesem Kabel habe ich schon meine ersten Bedenken, denn wir sehen, das ist ein kurzes, komisch gekrümmtes Kabel. Und dann liegt hier auch noch ein USB-Netzteil bei. Und das lag leider nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, dass Focusrite dann in der Verkaufsversion auch noch einen Adapter für diesen Stecker beilegt. Denn das Problem bei der ganzen Sache ist, ich kann zwar jetzt hier wunderbar über den Dock-Connector das Focusrite anschließen. Ja, wir sehen schon, das ist eigentlich eine doofe Verbindung. Jetzt gehen wir hier rein. So, jetzt haben wir unser Interface angeschlossen. Denken wir. Erstmal sehen wir schon, dass das hier vom Kabeln her schon ein Problem darstellt. Aber wir haben ja keinen Strom. Deshalb müssen wir jetzt hier zusätzlich noch ein Netzteil anschließen. Und dann haben wir hier auch Strom. Wunderbar. Und das Gerät ist einsetzbar. Aber, wie wir hier schon in unserem kleinen Versuchsaufbau sehen, diese Verbindung ist meiner Meinung nach eine kleine Katastrophe. Denn ich habe genau jetzt das Problem, dass ich irgendwie hier mit diesem iPad nicht mehr richtig manövrieren kann. Habe ganz viele Strippen da dran hängen. Und da habe ich mir gedacht, Mann, ist das wirklich eine gute iPad-Lösung? Ich sage mal nein, eigentlich nicht. Denn ich habe zwar jetzt hier einen Link-Connector, aber im Prinzip eine wackelige, doofe Verbindung mit ganz viel Kabel. Und das kann man nämlich eigentlich auch anders machen. Und zwar, wie ich das mit meinem Propellerheads-Interface mache, da nehme ich nämlich ganz einfach wieder eine Menge von Strippen und Kabeln, einen USB-Hub, der mit Strom versorgt wird. Von da aus mit einem Kabel hier ins USB
und dann hier mit dem Dock-Connector. Das ist im Prinzip genauso unpraktisch, weil genauso viel Kabelgewirr, aber mit dem unschlagbaren Vorteil, dass ich jetzt nämlich hier iPad zu Focusrite, das kann ich ja mal kurz machen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache das deswegen jetzt einfach mal, weil ich lange experimentiert habe, weil ich geglaubt habe, da muss doch irgendwie ein Vorteil sein, wenn ich das über diese Direct-Link-Verbindung mache. Aber ich habe in all den Stunden, wo ich das ausprobiert habe, keinen Fall angefunden, wo diese Direct-Link-Verbindung irgendeinen Vorteil in Bezug auf Latenz oder Sound gegenüber der Verbindung gehabt hätte, die ich jetzt herstellen werde. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Das Link-Kabel hier, das machen wir mal ab. USB-Netzteil auch. Schließen jetzt hier einen ganz normalen Kameradock-Connector an. Schwupp. Ihr seht, es ist einfach unfröhlich, diese ganze Kabellage. Denn das muss jetzt hier auch noch rein. Schwupp. Oh, da hören wir schon die ersten Geräusche. Also so einfach umstecken. Wäre toll, wenn das geht. Wahrscheinlich geht das auch. Denn jetzt ist schon Ruhe. Und voilà. Strom dran. Und wie ihr seht, voilà. Ich habe auch jetzt meinen Focusrite am Start, meinem iPad. Habe auch wieder massenhaft Schrippen hier. Aber immerhin habe ich jetzt hier eine längere Verbindung und kann jetzt das Interface wenigstens vom iPad noch ein bisschen woanders hin positionieren. Aber ihr habt es auch gerade hier wieder gesehen. Alles keine Lösung, denn irgendwo rutscht immer ein Kabel raus. Das ist für mich nicht so dolle. Da wünsche ich mir dann manchmal doch lieber einfach hier sowas. Aber das haben wir ja schon in Abgecheckt festgestellt. Auch hier brauchen wir wieder ein Zwischenkabel, sonst rutscht das Ding aus dem iPad raus. Guti, haben wir das mal mit den Verbindungen geklärt. Ich würde mal sagen, für mich ist das mit dieser Verbindung nicht so eine richtig gute Lösung. Aber gehen wir mal weiter zu den inhaltlichen Qualitäten dieses Interface. Ich habe schon eine ganze Menge Interfaces von Focusrite für MusoTalk getestet. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, die Audioqualität ist bekannt gut. Machen dann gleich nochmal eine Aufnahme mit der Gitarre, um A, Latenzen zu checken und aber auch mal rauszufinden, wie denn dieser Hardware-Monitoring-Switch hier funktioniert. Okay, dann nehme ich mal wieder meine gute 70er-Jahre Ibanez Strat. Und ich habe natürlich als erstes mal ausprobiert, mein Jam-Up, meine Gitarrensoftware mit fettem Tuner mit dem Focusrite zu nutzen, wird aber nicht erkannt. Da habe ich Pech gehabt. Geht einfach nicht. Kann man machen, was man will. Und wenn man dann in Aurea hineingeht, stellt man natürlich fest, ist ja schön, wenn man einen Instrumenteneingang am Interface hat, aber man braucht tatsächlich auf dem iPad auch ein Guitar-Modeling-Plugin, was in der DAW drin ist, weil sonst nimmt man ja nur cleane Gitarren auf und das macht ja keinen Sinn. Ich habe jetzt hier mal nachgelegt, für 19 Euro habe ich mir hier ein Guitar-Rig gekauft fürs iPad von Overloud. Und erstaunlicherweise, latenzmäßig, kaum Probleme, deutlich geringere Latenz als unter GarageBand. GarageBand wird von mir damit auch de facto in den Ruhestand geschickt. So, jetzt bin ich hier auf Hardware Monitoring und jetzt müsste ja beim Umschalten kleiner Versatz hörbar sein. Nee, wird aber nur lauter. Kein Versatz und ich kann mir wirklich überhaupt nicht erklären, wie dieser Hardware Monitoring Switch funktioniert oder was der tut. Ich habe beim Einspielen keinen Unterschied gemerkt. Vielleicht ist es auch ein Feature, was nur unter Mac und PC funktioniert. Aber machen wir jetzt mal eine Aufnahme. We'll be right back.
Das funktioniert ganz wunderbar. Sowohl von der Spielbarkeit, von der Latenz her und auch vom Sound. Da bin ich wirklich absolut mit zufrieden. Jetzt muss ich mal kurz hier gucken, wie ich hier raus muss. Dann kann ich da mal reinhören. Dazu muss ich erstmal hier rausgehen. Und hier ist die Gitarre. Wie immer dilettantisch gespielt. Ich kann nur sagen, Hardware-Monitoring-Switch hin oder her. Ich hatte beim Gitarre-Einspielen mit Aurea und dem Focusrite latenzmäßig gar keine Probleme. Ich habe allerdings auch hier, bin ich jetzt schon relativ hart am Lid von den Settings her, 128 Samples Record Latency eingestellt. Habe den 64-Bit-Mixer mal kurz ausgestellt, denn wir haben es ja hier mit einem kleinen Computer zu tun. Der kann halt noch nicht so viel. Deswegen muss man hier ein bisschen mit den Ressourcen haushalten. Aber ich würde mal sagen, Recording mit dem Focusrite Interface, mit Hardware Monitoring an oder aus, scheißegal. Latenzmäßig ist das immer überhaupt gar kein Problem. Soundmäßig schon gar nicht. Und lobend erwähnt auch nochmal den Kopfhörerausgang. Der ist wirklich brüllend laut, lauter noch als an meinem Balance. Und von daher muss ich sagen, schönes, schickes Interface, denn es funktioniert auch ganz ohne Treiber, sofort und ohne Probleme an meinem Mac. Und habe es auch unter Windows 7 sofort zum Laufen bekommen. Deswegen würde ich mal sagen, wenn wir jetzt zu einem Fazit kommen, das Focusrite iTrack Solo ist ein gutes Interface, wenn man mobil Musik machen will und einen Mac, PC und ein iPad hat. Und da würde ich dann noch meine persönliche Wertung auch auf mindestens 4 Punkte erhöhen. Allerdings als Lösung fürs iPad, ne, im Apple Store, muss ich sagen, leider 0 von 5 möglichen Punkten, weil das ist für mich eigentlich... Das ist keine Lösung. Ich kann gut verstehen, dass Focusrite die Gelegenheit wahrnehmen möchte, mit diesem Produkt in die Apple Stores hineinzukommen und ein zertifiziertes Apple-Produkt in die Regale stellen zu können. Dazu ist es wahrscheinlich nötig, ein Produkt mit diesem Stecker hier zu fertigen. Ich finde, keine Lösung. Da müsst ihr nochmal drüber nachdenken. Das Interface ist ohne Frage ein tolles Interface. Für alle diejenigen, die Musik machen wollen, aber nur fürs iPad. Ich glaube, da müssen wir alle zusammen noch auf spannendere und, ich sage mal, mit weniger Kabelgewirr auskommenden Lösungen warten. Aber bis dahin sage ich nur noch eins. Make more music mit Musetalk. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.